Anfang August 1944 erhält U-480 den Auslaufbefehl. Försters U-Boot soll mit Hilfe des Schnorchels unerkannt in den Ärmelkanal eindringen und dort als Phantomschiff fette Beute machen. 60 Meter über dem Boot herrscht reger Verkehr. Die Konvois wären eine leichte Beute, aber Kriegsschiffe und Flugzeuge beschützen sie. Die Geleitschutzschiffe verlassen sich auf ihren Ausguck und ihr Estig-Sonar. Trotz seines Tarnmantels wäre ein Angriff für U-480 jetzt zu gefährlich, denn die Torpedos müssen in geringer Wassertiefe abgefeuert werden. Da ist auch das Tarn-U-Boot verwundbar. Schnelldrehgeschraube, 20 Grad, Backbord vorne, 1000 Meter. Am 21. August 1944, 18 Tage nach seinem Auslaufen, hört U-480 die Schiffsschraube der kanadischen Korvette Alberni. U-480 hat eine geeignete Beute entdeckt, ein einzeln fahrendes Schiff. Mit dem Seerohr sucht der Kommandant unbemerkt von der Alberni den Himmel nach Flugzeugen ab. Keines in Sicht, eine gute Gelegenheit für den Angriff. Nun steigt Förster in den Kommandoturm hoch, gefolgt von seinem Rudergänger Horst Rösner. Rösner wird das Schiff von hier oben aus steuern. Neuer Kurs, 30 Grad. 30 Grad Kurs, liegt an. Steuern kann jeder, aber schnell schalten. Denken, mitdenken mit dem Kommandanten, das könnte ich. L.E., Boot auf Zero-Tiefe halten. Förster sieht nun zum ersten Mal seine Beute und beginnt den Angriff. L.E., genau auf Tiefe halten das Boot. Alle Kommandos werden geflüstert, um nicht von den sensiblen Unterwassermikrofonen auf dem Schiff darüber gehört zu werden. Die Mannschaft balanciert vorsichtig mit ihren Körpern das U-Boot in die Waagerechte unter der Wasseroberfläche, bereit zum Schuss. Während sich der Torpedo auf den Weg macht, ahnt die Mannschaft auf der Korvette nichts. Für sie ist der Dienst heute reine Routine. Frage Laufzeit. 5 Sekunden. Der 280 Kilogramm schwere Torpedosprengkopf braucht genau 79 Sekunden bis zu seinem Ziel. Erster Torpedo, Treffer, Achter. Kurz vor Mittag am 21. August 1944, wenige Seemeilen von der englischen Küste entfernt. Die Alberni mit 90 Mann geht unter. Keiner kann sich erklären, was passiert war. Es war so um die Mittagszeit und die Köche wurden in die Schiffsküche beordert. Sie servierten Rum. Der Offizier der Wache und der Steuermann waren direkt neben mir. Ich saß am Ende des Tisches und bekam meinen Grog. Ich nahm einen Schluck und dann krachte es. Als nächstes waren wir schon unter Wasser. So schnell ging das. Und das Verrückteste war, dass ich niemanden mehr sah. Keiner kam mehr aus den Luken oder dem Messedeck raus. Während U-480 nach dem Angriff abtaucht, verlieren binnen 30 Sekunden 59 Besatzungsmitglieder der Alberni ihr Leben. Das Schiff sank einfach wie ein Stein. Sehr schnell und mit all unseren Rettungswesten.
Der Bug ragte noch in die Luft und das Heck war schon unter Wasser. So sah ich es, als ich selbst wieder auftauchte. Sie glitt dann einfach in die Tiefe. Als ich auftauchte, war nichts mehr da. Sie war einfach weg, tief unten. Unglaublich, dass trotzdem noch 41 Mann überlebten. Darunter der für das Sonar zuständige Frank Williams. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Nicht auf dem Radar, nicht am Estic. Es gab kein Anzeichen auf ein U-Boot in dieser Gegend. Der Untergang der Alberni blieb ein Rätsel, bis nach dem Krieg die Aufzeichnungen beider Seiten abgeglichen wurden. Beide hatten ihre Aktionen genauestens festgehalten. Oberleutnant Förster im U-Boot, ebenso wie Lieutenant Commander Bell auf der Alberni. Der Kanadier überlebte den Untergang und berichtete seiner Admiralität. Ich erlaube mir zu berichten, dass am 21. August 1944 um 11.46 Uhr die Alberni durch Unterwasserexplosion unterging. Am selben Tag sein Gegner Förster. 11.43 Uhr, nach einer Minute, 19 Sekunden, Torpedoaufschlag und Detonation. Beide Aufzeichnungen passen exakt zueinander. Für Förster bleibt keine Zeit, sich den Treffer anzusehen. Es wäre viel zu gefährlich. Schnell taucht U-480 ab auf 40 Meter Tiefe. In seinem Kriegstagebuch spürt man die permanente Sorge, trotz der Tarnhülle doch noch entdeckt und von Wasserbomben getroffen zu werden. Noch ist die Technik ja nie im Ernstfall erprobt worden. Tagelang liegt U-480 bewegungslos am Grund. Nachts wird über den Schnorchel frische Luft ins Boot geholt und gefahren. Meist Schleichfahrt. Und wir sind dann auf Schleichfahrt runter und haben uns ganz langsam abgesetzt. Also, wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen. Der Gummi hat uns gerettet. U-480 lauert nun in den Tiefen des Ärmelkanals auf die nächste Gelegenheit. Es wird eine erfolgreiche Woche für Oberleutnant Förster. Innerhalb von 4 Tagen versenkt er im Ärmelkanal 4 gegnerische Schiffe. Zuerst die kanadische Korvette Alberni, dann den englischen Minensucher Loyalty, dazu die Frachter Ormenster und Fort Yale. Insgesamt 14.000 Bruttoregistertonnen in weniger als einer Woche. Ja, na, alles hurra. Ist doch ganz logisch. Wir haben es gefreut. Kann man heute die Jagdroute von U-480 rekonstruieren? Mit den Angaben aus den beiden Kriegstagebüchern macht sich die Expedition auf den Weg. Werden sie alle Opfer von U-480 finden? Teures Equipment ist im Einsatz. Ein Tauchscanner liefert mit Hilfe eines Echolots binnen weniger Stunden ein Relief des Meeresbodens. Zuerst die Alberni. Ihr Wrack wurde schon vor 10 Jahren entdeckt. Doch was ist davon übrig geblieben? Nachts wird der Meeresboden abgescannt, tagsüber getaucht. Alle 4 Opfer von U-480 werden so binnen weniger Tage erfasst und in 3D-Reliefs abgebildet. Die Alberni, die Loyalty, das Versorgungsschiff vor Yale und der Nachschubfrachter Ormenster. Alle 4 Wracks haben in den letzten Jahren stark unter der Korrosion und den Schleppnetzen der Fischer gelitten. Sie beginnen auseinanderzufallen.
Heute liegen sie mitten in einer vielgenutzten Schifffahrtsrinne. Wie